Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Chaos auf Deponia. So, wir haben in der letzten Folge unseren Vater gesprochen. The best dad ever. So, und wir sind dann jetzt hier angekommen und er hat uns versprochen, wenn wir vom Schlumpi, das wird ja wohl das hier, glaube ich, sein, das Schnabeltier unterkriegen, dann dürfen wir uns hier einen Tisch für Gon und mich organisieren. Vielleicht mal bis halt hier mit dem Schnabeltier-Crapper. Willkommen im Schnabeltierparadies. Bitte was? Was kann ich Schnabelhaftes für Sie tun? Bitte was? Was zum Kuckuck ist denn das hier bloß für ein Laden? Was zum Kuckuck ist denn das hier bloß für ein Laden? Es ist ein Souvenirshop. Wir haben alles, was das Touristenherz begehrt. Schnabeltier-Grußkarten, Schnabeltier-Pralinen, Schnabeltier-Mützen, Schnabeltier-Rückenkratzer, Schnabeltier-Schmuck, kleine Schnabeltier-Repliken für den Kamin, Schnabel-Kuscheltiere, T-Shirts mit lustigen Schnabeltiersprüchen und Musik-Datasetten mit Schnabeltierlauten. Tja, da bleibt kein Wunsch offen. Kann es sein, dass du Schnabeltiere magst? Kann es sein, dass du Schnabeltiere magst? Sieht so aus, hm? Schnabeltiere sind meine Lebensgrundlage. Wenn man weiß, wo man sie findet, kann man ein kleines Vermögen verdienen. Indem man Rückenkratzer an Touristen verkauft? Du hast ja keine Ahnung. Aber ich beliefere zum Beispiel auch das Schnabeltier-Restaurant. Und außerdem bin ich Buchhalter für Schnabeltier-Kampfwetten und Leiter des Schnabeltier-Clubs. Schnabeltiere sind sogar die Inspiration für meine Poesie. Du schreibst Schnabeltier-Gedichte? Ja. Hauptsächlich für Grußkarten. Sie werden aber auch wöchentlich in der Schnabeltier-Daily abgedruckt. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesehen. Hast du auch irgendetwas, das nicht aus Schnabeltieren gemacht ist? Hast du auch irgendwas, das nicht aus Schnabeltieren gemacht ist? Naja, die Schnabeltierstatuen sind aus Ton. Aber ich benutze Schnabeltierwachs für die Lackierung. Moment. Du belieferst auch das Schnabeltierrestaurant? Du belieferst auch das Schnabeltierrestaurant? Ja, man kann viele leckere Gerichte aus Schnabeltieren machen. Und wenn es mal einen Engpass gibt? Boah, das wäre eine Katastrophe. Das Restaurant müsste seine Karte komplett umstellen. Aber so weit wird es nie kommen. Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt gibt es überall unbewachte Nester. Was meinst du mit unbewachte Nester? Was meinst du mit unbewachte Nester? In jeder Generation gibt es ein ganz besonders böses Schnabeltier, das Nest des Rudels bewacht. Was können die schon groß machen? Nach deinen Fingern schnappen? Ich sag's dir, das sind richtige Biester. Reißen die sich etwa auch durch Handschuhe? Und Suspensorien. Wenn du dich für Nestwächter interessierst, Clubmitglieder können alles Wissenswerte über sie in der Schnabeltier-Fibel nachlesen. Was hat es mit diesem Schnabeltier-Club auf sich? Was hat es mit diesem Schnabeltier-Club auf sich? Das ist eine tolle Sache. Als Mitglied bekommt man immer brandheiße Informationen aus der Welt des Schnabeltiers Freihaus. Man erfährt als erster alles über das Wunder der Schnabeltierrot und kennt schon vor Wintereinbruch die Routen der Schnabeltierwanderung. Außerdem wachsen einem Federn am Bürzel. Schnabeltiere haben weder Federn noch Bürzel. Als Clubmitglied wüsstest du sowas. Jedes Mitglied bekommt bei Eintritt die neueste Ausgabe der Schnabeltierfibel. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Mit etwas Hilfe von Fortuna kannst selbst du in den engeren Kreis der Schnabeltierfamilie aufgenommen werden. Wenn Fortuna sich wirklich mit so einem Mist beschäftigt, erklärt das meine Pechsträhne in letzter Zeit. Oh, Junge, wer will nicht Mitglied werden im Schnabeltierclub? Was kannst du mir noch alles über Schnabeltiere erzählen? Was kannst du mir noch alles über Schnabeltiere erzählen? Eine Menge, aber das würde den ganzen Tag dauern. Und das will niemand. Wenn du Mitglied im Schnabeltierclub wärst, würdest du von mir die Schnabeltierfibel bekommen. Da könntest du dann alles selber nachschlagen. Ach ja, das Leben könnte so schön sein. Okay, also im Klartext, sonst wird aufgedrückt, wir müssen in den wundervollen Schnabeltierclub. Na gut. See you later, Alligator. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Okay.
Na, Schnabeltierfibel? Finger weg! Die Fibel ist nur für Mitglieder des Schnabeltierclubs. Auch wenn sich alles in mir sträubt, diese Frage zu stellen. Wie kann ich gleich Mitglied im Schnabeltierclub werden? Ganz einfach. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Was mal wieder beweist, dass Glück ein sehr subjektiver Begriff ist. Okay. Was mir gerade so aufgefallen ist, hier oben ist ein Ei. Das können wir uns wahrscheinlich holen, wenn wir da irgendwie hochkommen. Okay, da kommen wir hoch, aber ich glaube, das ist ein bisschen sehr weit weg. Hier ist ein Restaurant, aber da ist irgendwie keine Person drin. Und hier dieser Zettel ist irgendwie auffällt. Echt nicht? Gut. Ah, nee, ne? Ist jetzt nicht wahr. Ich will mal ganz kurz nachschauen. Tatsächlich. Ey, ich glaube, mir platzt eine Hutschnur. Ganz kurz zur Erklärung. Es gibt im ganzen Deponia, gibt es diese Puzzleteile, insgesamt 12. Aber beim allerersten Run von dem Spiel habe ich einen einzigen gefunden. Und das relativ weit sogar, ich glaube. Ah, ich will jetzt nicht weit spoilern. Auf jeden Fall. Ich schalte jetzt echt mal ein bisschen mehr die Augen nach auf. Aber na gut. Klingeln wir da mal. Och nein, ich weiß, was jetzt kommt. Ein Blick bitte, ich bin sofort bei Ihnen. Oh, da ein Mädchen, der mir kühlt. Ein treuer Diener hat ein neues Opfer für mich gefunden. Morginos. Da bin ich endlich. Entschuldigen Sie, dass es etwas gedauert hat. Kein Problem. Was kann ich denn für Sie tun? Was haben Sie denn so im Angebot? Nun, für das Restaurant geht die Abendkarte. Hier am Takeaway-Schalter servieren wir hauptsächlich Schnabeltierburger. Ich hoffe, die sind nicht zu fettig. Ich will ja nicht meinen Astralkörper ruinieren. Oh, da werde ich lieber noch einmal nachfragen. Unsere Geschäftsführung möchte Ihnen versichern, dass wir für unsere Produkte ausschließlich die besten Zutaten verwenden und die wertvollen Vitamine stammen allesamt aus freilaufenden Saatblättern. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Sie können aus drei Menüs wählen. Außerdem können Sie Ihre Auswahl noch verändern. Alles auf dem Plan. Entschuldigung. Romantisch haben Sie es hier. Finden Sie? Top. Aussicht, die Altstadt, fehlen nur noch die spielenden Kinder. Oh, einen Augenblick. Ich glaube, er hat uns durchschaut. Wir sind in den Kindern Jetzt im Ernst, wie verballert kann man ein Spiel eigentlich aufbauen? Was hat es mit diesen Glückskeksen auf sich? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Kein Problem. Das Opfer fährt nach den Glückskeksen, So, und schaut wieder zurück. Es handelt sich um eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Wenn Sie Glück haben, gewinnen Sie sogar eine Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub. Hurra! Oh Gott, ich feiere dieses Restaurant so derbe ab.
Ich hätte gerne einen Tisch für zwei Personen reserviert. Ich hätte gerne einen Tisch für zwei Personen reserviert. Für zwei? Einen Moment. Ich glaube, wir haben ein zweites Opfer. Oh Gott, ey. Ordo nominem, hasur modena, confuginos, lioman fadamon, vorbestellung. Oh, na, dann sag ich dir das doch. Hier ist der Kunde wirklich noch König. Oh ja. Wir können leider für heute keine Reservierungen mehr annehmen. Der einzige freie Tisch ist für Stammkunden reserviert. Gibt es denn gar nichts außer Schnabeltieren auf Ihrer Abendkarte? Gibt's denn gar nichts außer Schnabeltieren auf Ihrer Abendkarte? Da muss ich kurz nachsehen. Warten Sie bitte einen Augenblick, ja? Oh Gott. Was sage ich Ihnen denn jetzt? Honestominem Aurium Olos Verito. Nein, es tut mir leid. Solange wir noch einen gesicherten Nachschub haben, werden all unsere Speisen aus Schnabeltieren hergestellt. Ja gut, ich würde dann gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Oh. Dann, so wie ich das richtig verstehe, kann man die Menüs, kann man sie jetzt auswählen und verändern. Und man muss irgendwie auf ein Menü kommen mit einem Glückskeks, glaube ich. Also Menü 1, schätze ich mal, können wir komplett weglassen. Entweder Menü 2 oder 3. Ich glaube, da kriegen wir sogar 2. Na, das... Ich klicke jetzt erstmal mal so ein bisschen durch. Ah, das sieht schlecht aus. Aber den... Ich glaube, dann müssen wir doch von hier aus ausgehen. Machen wir den auch mal klein. Wechseln wir die um und machen den zum Getränk. Und den dann weg, dann sagt... Jawohl! Ist das Ihre Bestellung? Ja, so gut. Das macht dann 0 Slotty. Da gebe ich doch extra Trinkgeld. Sagen wir 30%. Zu großzügig. Der Rest ist für Sie. Ach, ein wundervoller Ausdruck. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir Glück haben. Bin mal gespannt, ob dir mein sprichwörtliches Bastlerglück die Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub geangelt hat. Das größte Glück ist, andere lächeln zu sehen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Mist. Einen Augenblick bitte. Was kann ich denn für Sie tun? Ich hätte gerne dasselbe wie eben. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Immer wie immer. Kommt sofort. Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir nicht selbst den Glückskeks öffnen können, um da weiterzukommen. Ich wüsste jetzt aber, ich kann nicht, ganz ehrlich nicht, wo genau wo es weitergehen soll. Wir brauchen auf jeden Fall diese Schnabeltier-Club-Mitgliedschaft. Wo waren wir denn noch nicht? In das Trigebiet waren wir, Klein Venedig. Bei wie sind wir gerade? Ich glaube, ich weiß es jetzt wieder. Der hat doch immer von seinem Anglerglück gesprochen. Was soll das denn sein? Ein Glückskeks, wo du doch die ganze Zeit mit deinem ach so tollen Anglerglück treibst. Vielleicht könntest du zur Abwechslung mal den Beweis antreten. Wenn's weiter nichts ist.
Da Jawohl. Hast du es. Ich habe gewonnen. Hurra. Was? Zeig her. Nichts da. Es ist mein Gewinn. Und ich wollte schon immer, Mitglied im Schnabeltierclub sein. Aber es war mein Keks. Ist ja schon gut. Hier hast du deinen bescheuerten Ausweis. Ich bin eh bereits Mitglied in diesem dämlichen Club. Bin mal versehentlich auf Herrn Rubbel losgefallen. Und lass mich ab jetzt mit so einem Unsinn in Ruhe. Yay, wir sind Mitglied im Schnabeltierclub. Kurz, dass mir das gerade so noch eingefallen ist. Das war eigentlich. Ich bin ganz ehrlich zufällig reingekommen. Ich wollte eigentlich mal hier nochmal alles durchgehen und zu schauen, ob ich irgendwas übersehen habe. Und dann sehe ich den Typen und es fällt mir wieder ein. Na gut, dann gehen wir da mal los und holen unsere Schnabeltier-Club-Mitgliedschaft ab. Hallo, ich bin Mitglied im Schnabeltier-Club. Ich bin jetzt Mitglied im Schnabeltierclub. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt offiziell ein Teil der Schnabeltiergemeinde. Yay. Oder Kutten tragen? Nein, aber du bekommst eine gratis Kopie der Schnabeltierfibel. Und das ist nicht verhandelbar? Bewahre sie gut auf. Sie könnte dir eines Tages dein Leben retten. Joho. Wir sind Mitglied im Schnabeltierclub. Schauen wir uns mal das Buch an. Große Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Dann wollen wir doch mal schauen, ob was Nützliches drinsteht. Das hier ist interessant. Offenbar gibt es in jeder Generation ein Schnabeltier pro Gattung, das die Nester vor Räubern bewacht. Die Eier dieser Nestwächter werden vom Muttertier gut versteckt. Es gibt 4 Schnabeltiergattungen, also insgesamt 4 Nestwächtereier. Natürlich. Ich muss nur die 4 Nestwächtereier finden und ausbrüten. Dann landen die entsprechenden Schnabeltiere auch nicht mehr auf der Speisekarte. Und ich kann Goal endlich zum Essen einladen. Der Plan ist so bescheuert, der muss einfach funktionieren. Traurigerweise ist das so. Na gut, das Erdschnabeltierei. Hier steht, dass Erdschnabeltiere ihre Eier im Erdreich verstecken. Wie gut, dass ich mich nicht auf einer Insel aus Treibgut befinde. Okay, und wie brütet man das aus? Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost im gefrorenen Erdreich. So ein Mist. Ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch abwarten. Okay, das klingt ein bisschen problematisch. Flugschnabeltier? Hier steht, dass Flugschnabeltiere ihre Eier an hochgelegenen Punkten verstecken. Das scheinen ja richtige Akrobaten zu sein, wie ich. Und die werden wie ausgerüstet? Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall vom höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Umständlich, aber auch irgendwie lässig. Was? Kescher? Seltsame Illustration. Entweder wusste der Künstler nicht, was ein Kescher ist, oder wie man ordentlich zeichnet. Okay, es gibt noch die Feuerschnabeltiere. Hier steht, dass Feuerschnabeltiere ihre Eier in heißen Geysiren verstecken. Geysire? Sowas gibt's hier doch gar nicht. Und wie brütet man die aus? Feuerschnabeltiere schlüpfen in loderndem Feuer. Das nennt man dann wohl ein angeborenes Gespür für dramatische Auftritte. Irgendwie schon. Und das Wasserschnabeltierei? Hier steht, dass Wasserschnabeltiere ihre Eier in Ufernähe verstecken. Na prima, dürfte schwer sein, auf diesem Stück Treibgut einen Ort zu finden, auf den das nicht zutrifft. Und ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, wie werden die ausgebrütet? Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem... Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Okay, also im Klartext. Wir dürfen jetzt hier diese 4 Schnabeltiereier finden. Wir müssen das Erdschnabeltierei irgendwie in gefrorener Erde ausbrüten. Das müssen wir irgendwie unterschmeißen. Das müssen wir ins Feuer schmeißen. Und das Wasserschnabeltierei stecken wir ins Maul von einem Zebrafisch. Wie verballert kann ein Spiel eigentlich sein? Na gut, aber ich würde sagen, die Zeit ist auch schon wieder rum. Und ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge heute. Ich würde sagen, wenn sie das gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.